Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. So, und wir werden in dieser Folge zurückreisen nach... jetzt muss ich mir kurz überlegen. Nach... Weitok? Nein. Wir haben noch keinen Teleportstein für Dings, für Okara. Ja, also wir gehen jetzt wieder nach Okara, melden den obersten Paladin dort, dass wir gedingst haben, dass wir oh. Melden natürlich den obersten Paladin dort, dass wir den Dämon von Gotha befreit haben. Ja, den Dämon von Gotha? Nee, den Gotha von den Dämonen befreit haben, so rum. So, hier ist der Weg. Kann dir doch egal sein. Zeig mir deine Waffen.
Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Den wollten wir behalten. Den können wir wegtun. Den können wir wegtun. Ich denk darüber nach. Ja, da kommt schon wieder ein bisschen was zusammen hier. Schutz vor Eis, kann weg. Schutz vor Energie, den lassen wir mal. Mana. Ja, kann weg. Maximal Ausdauer, den haben wir schon angelegt. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, ich brauche keine zwei Teleportersteine. Am besten du erledigst das selbst. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Am besten du erledigst das selbst. Ist das dein Ernst? Die Untoten in Gotha sind besiegt. Bei Innos. Endlich ist der Fluch der Schamanen gebannt. Der Dank aller aufrechten Männer dieses Landes ist dir sicher, Fremder. Nimm dieses Gold als bescheidenen Tribut von uns allen. Du wirst es brauchen, um Gotha wieder aufzubauen. Die Stadt soll wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Sprich mit Sean. Er soll alles Nötige veranlassen. Baue Gotha wieder auf, ja. Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Vanguard führt. Dann benutze ihn. Schnell, sprich mit dem König. Zeig mir deine Ware. Vergiss es, das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Vergiss es, das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Ruf bei den Rebellen. Ah. Vergiss es, das Ding kriegst 40. du erst, wenn du es dir verdient hast. Also ich brauche 20, 40 und 60. Dann kann ich mir die Paladin-Rüstung holen. Das bringt doch meinen Charakter weiter. Ja, auf jeden Fall. Warum weckst du mich? Wenn du Gold und Silber hast, bring es mir. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Eisenmine hier. Nebenbei achte ich darauf, dass wir trotz der schwierigen Situation nicht verarmen. Ich nehme es den Reichen und verteile es unter den Männern hier. Verstehe, du bist ein Dieb und stiehlst für die Rebellen. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Bauer in Geldern. Heute sammle ich Artefakte. Tja, im Krieg ändert sich so manches. Erzähl mir mehr über Artefakte. Die Relikte des alten Volkes sind in diesen Tagen mächtig an Wert gestiegen. Einige davon sollen sogar magische Fähigkeiten besitzen. Am wertvollsten scheinen die göttlichen Artefakte zu sein. Der letzte Spähtrupp aus Monterra soll eines dieser Dinger gefunden haben. Was gibt's in Geldern zu holen? War lange nicht mehr dort. Dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche Artefakte. Angeblich haben sie in Geldern sogar den Helm des ersten Paladins.
Das magische Erz behalten auf jeden Fall. Erzrolling. Erzrolling? Die Erzwaffen? Ach, Ruhestall ist das andere. Den Schmuckrüster. Den kann ich dir verkaufen. Die Wolfsfälle, die Zähne. Den Schmuck kriegst du auch noch. Die Schatulle. Ah, hier drei Goldpokale haben wir auch noch. Fläschchen haben wir nur noch eins. Scheiße, der hat keins. Die Kellen kannst du kriegen. Ja, Gold austauschen, ein Tee. Alles klar, tauschen. Wir sollen Gotha wieder aufbauen. Gut, ich werde nach Gotha gehen und kümmere mich darum. Allerdings brauche ich Gold dafür. Mindestens 1000 Goldmünzen. Hier hast du 1000 Gold für Gotha. Danke, Mann. Das wird reichen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Zeig mir deine Ware. Vergiss es, das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Aber die könnten wir uns holen. Mach mal wieder 2 Punkte rein in die Lebensenergie. Also 10 Punkte. Enos. Gewähre mir Lebenskraft. Irgendwann ist doch das vorbei. Kann dir doch egal sein. Am besten überlebe ich es. Richtig. Aber trotzdem geht das so. Gewähre mir Ausdauer. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Am besten reiß ich da raus. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Was ist denn ernst? Du solltest meinen Tjahn. Und da haben wir noch 15 Punkte für was anderes. Wenn ich jetzt noch eine Stufe aufsteige, haben wir 20 Punkte für was anderes. Da können wir zum Beispiel mal gucken, dass wir hier starke Schwertkämpfer oder das kriegen. Aber da fehlen mir wieder die Stärkepunkte. Also muss ich mich noch ein bisschen battlen. Alchemie, Diebeskunst fehlen, glaube ich, noch 5 und dann kann ich die schweren Schlösser knacken. Und es kommt noch schlimmer. Und es kommt noch schlimmer. Und es kommt noch schlimmer. Am besten du erledigst das selbst daraus. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ja, da sind die Orks weg.
Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ich weiß, Mann, ich weiß. Am besten du erledigst das selbst. Wir grunzen mal bis zum nächsten Morgen. Zeig mir deine Ware. Wenn das so einfach wäre. Fleischwanzen-Ragout. Die Dietriche nehmen wir auf jeden Fall. Die Fackeln. Wasser nehmen wir auch mit. Die Flaschen nehmen wir auch mit. Am besten du erledigst das selbst. Der letzte Scheiß. Du solltest meinen Rat anrufen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ja. Naja, okay. Das sind so kleine, die Kleinigkeiten. So, wo ist es schon? Das kenne ich schon. Das gibt doch nur wieder Ärger. Als wenn das so einfach wäre. Am besten du erledigst das selbst. Am besten du erledigst das selbst. Der letzte Scheiß. Ich denk darüber nach. Zeig mir deine Ware. Am besten du erledigst das selbst. Ist das dein Ernst? Wer so weitermacht, das ist niemals. Du solltest meinen Rat annehmen. Oh, Bastardenschwert. 12.000. Die Voraussetzung ist natürlich, wenn ich jetzt die 12.000 nehme und produziere daraus dann selber dieses Bastardenschwert. Wie viel ist es wert? Wenn ich das selber produziere. Oder was kostet mich das? Das gilt es jetzt herauszufinden. Also das würde ich jetzt gerne mal probieren. Wir haben 22.000, ich würde das gerne mal probieren. Weil der Vorteil daran ist, wenn ich das selber herstellen kann. Ja? Das gibt doch nur. Am besten du hältst. Zeig mir deine Ware. Kann dir doch egal sein. Einige Probleme. Am besten du hältst dich da raus. Wenn ich das selber herstellen kann. Am besten du erledigst es. Das hätte doch besser wissen müssen. Kann dir doch egal sein. Du solltest meinen. Ist das wirklich 16.000 wert? 16.000? Am besten du hältst dich da raus, solltest meinen Rat an. Am besten du erledigst es selbst. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich denk drüber nach. Zeig mir deine Ware. Als wenn das so einfach wäre. Am besten du erledigst das selbst. Ich denk darüber nach. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ist das dein Ernst? Okay. Meinen Rat annehmen. Das gibt doch nur wieder Ärger. Kann dir doch egal sein. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Ist das dein Ernst? Ich brauche mehr Eisen.
Ich kriege 4000 für das Bastardenschwert. 4000? Wo ist dieser Sean? Weißt du eigentlich, was das für eine Plackerei ist, eine ganze Stadt wieder aufzubauen? Zeig mir deine Ware. Ich weiß, Mann, ich weiß. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Das gibt doch nur wieder Ärger. Dazu bist du noch nicht bereit. Am besten, du hältst dich gut. Gut so. Nur weiter so. Ich weiß, Mann, ich weiß. Am besten, du hältst dich da. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Verstehe. Du willst dann die wirklich wertvollen Sachen. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen. Dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Der letzte Scheiß. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wie kann ich mich rausreden? Eine nützliche Sache, falls du mal Ärger mit den Wachen hast. Wichtig ist, dass du überzeugend rüberkommst. Also sprich mit fester Stimme und sieh dem Kerl direkt in die Augen. Dann behauptest du irgendwas. Aber sag bloß nicht, ich kann das erklären. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Jawohl. 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 Haha. So, da haben wir doch die Punkte glorreich genutzt. Ausreden, Falschen brauchen wir noch. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hör bloß auf mit dem. Am besten du erledigst das selbst. Glaubst du wirklich? Du hältst dich da raus. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das hat mich jetzt aber zwar jetzt 3500 gekostet, aber dadurch, dass ich jetzt dieses Bastardenschwert schmieden kann, habe ich kaum Verlust gehabt. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar noch 500 plus gemacht. Naja, ich habe 16.000 habe ich bekommen. Am besten du erledigst das selbst. Dazu fehlen mir die Zutaten. Als wenn das so einfach wäre. Wenn ich das kaufen will. Zeig mir deine Ware. Als wenn das so einfach wäre. Ach, eins kostet. Ach so. Am besten, du erledigst das selbst. Ist das dein Ernst alles? Am besten, du hältst dich da raus. Egal. Wir passen auf.
Da ist doch ein Lagerfeuer. Läuft bei uns. So, nachdem wir jetzt Gurta wieder aufgebaut haben, ich meine, es ist eine super Burg, aber verteidigungsmäßig oder vorratmäßig kann man da nichts mehr reinschaffen. Es gibt keinen Hintereingang, gar nichts. Also spätestens nach, wenn die gewissen Vorräte nicht da sind, ja, also in der Burg müssen ja eine gewisse Anzahl an Vorräten liegen, aber trotzdem, verteidigen kann man die gut, ja. Also auch mit geringem Personal, so wie sie jetzt da ist. Aber halten kann man die nicht. Weil wenn die ausgehungert wird, na gut, man hat ja ein Wasser. Aber wenn da keine Nahrung reingeliefert wird, ist es vorbei. Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.